wir haben eine Rechnung offen. Es ist gerade 2.18 Uhr, mitten in der Nacht. Und ich kann und möchte das jetzt einfach jetzt hinkriegen. Deswegen nehme ich jetzt nochmal ein Video auf und mache die Challenge richtig. Nur für euch. So, und zwar habe ich nämlich einfach gar nicht so eine Kommentare erwartet, dass meine, sag ich mal, meine Spielweise so kritisiert wird. Ich glaube, wir haben jetzt wieder keine Zeit, um uns direkt ein Holzschwert... Nein. ...zu machen. Ich mache mir jetzt mal schnell eins. Ja, jetzt, ich weiß, jetzt bringt es auch nichts mehr, weil er eh schon tot ist, aber... Mal ganz kurz. Okay, bleib ganz ruhig. Die Kommentare sind halt sehr negativ ausgefallen und dementsprechend ist das meine Antwort auf Kritik, dass ich halt direkt es neu aufnehme, neu probiere und euch, sag ich mal, ein besseres Video präsentieren möchte. Hoffe, ihr wisst es so zu sehen, zu schätzen, weil, wie gesagt, ich will es jetzt einfach nicht offen im Raum stehen lassen, sondern sage, alright, ich mache es einfach komplett neu und besser und, spiele jetzt ohne Bogen. Den Bogen sieht man hier im Texture Pack nicht mal, weil letztens für diese eine Szene in dem UAC Meetup Video, da musste ich den, für die Flöten-Szene habe ich den Bogen unsichtbar gemacht und dann konnte man per Greenscreen das relativ nice einfügen. Die Map jetzt nochmal ist nicht so cool, finde ich. So, der ist One-Hit. Sehr schön. So, nächster Gegner. Der kommt hoch, ne? Alright, den kann ich überraschen. So, wir haben bis jetzt noch keinen Hit kassiert von ihm. Und dabei blieb es auch sehr schön. Damit sind wir auf jeden Fall schon mal sicher im Finale. Wir können uns jetzt erstmal ein Sharp 3 Holzschwert machen. Absolut starke Waffe. So Leute, drückt mir die Daumen. So, wir holen uns direkt die Speed Potion. Und gehen direkt in den Melee. Wir dürfen uns jetzt null auf den Bowfight einlassen. Das wäre jetzt einfach nur das Fatalste, was wir machen könnten. Wir müssen jetzt einfach schöne Hits landen. So, er ist auf 4 Herzen. Und wir haben kein Schwert mehr, es ist kaputt gegangen. Damit haben wir einen großen Nachteil. Weil wir diesen Fight jetzt nicht mehr gewinnen können. So, nachdem die erste Runde nicht so optimal verlief, weil unser Holzschwert kaputt gegangen ist, müssen wir jetzt so einiges gut machen. Das heißt, wir fighten jetzt erstmal nochmal mit dem Eisenschwert. Es tut mir leid, aber die erste Runde, das geht erstmal auch nicht anders. Weil die motivierte Gurke hier, die würde das niemals zulassen, dass wir auf dieser kurzen Fläche uns noch ein Holzschwert machen könnten. Eventuell könnte ich ihm den ein oder anderen Crit von hinten reindrücken. Wenn der gewusst hätte, dass ich nur ein Holzschwert hätte, wäre ich glaube, er wäre auch viel früher nochmal aggressiver in den Melee gegangen. Ich habe dich nicht gesehen, ne? Also mehr laggen geht ja nicht, ne?
angenehmer Gegner. Angenehm. Aber das ist schon mal ganz gut. Bedeutet, er wird halt den Melee forcieren. Bedeutet, er wird den Nahkampf suchen. Hoffen wir das mal. Und wir gehen jetzt mit unserem schönen Holzschwert einfach mal hinein. So, ich muss mir ein zweites Holzschwert machen. Wenn ich das gewinne, ne? Das gibt's nicht. Und er schreibt easy. Das müsst ihr euch mal überlegen. Man fightet mit einem unenchanteten Holzschwert gegen so einen Typen und er schreibt easy zu dir. Und er hat einen Fire-Aspekt. So, nachdem die letzten beiden Versuche jeweils knapp im Finale gescheitert sind, was sehr ärgerlich war, werden wir natürlich nicht weiter aufgeben, denn das ist für mich gerade das Zeichen eher dafür, dass es auf jeden Fall machbar ist. So, die erste Runde können wir, glaube ich, wieder kein Holzschwert am Anfang craften, oder? Nee, das schaffen wir nicht. Angenehm. Naja. Internetanbieter. So, die Map ist nicht gut, wenn man keinen Bogen hat. Denn hier geht es sehr viel um den Bogen, wie man bei ihm sehen kann. So, ciao. Alright. Die leckt auch ein ganz kleines bisschen. Aber wir haben es gemeistert. Ich habe schon mal einen Gegner gehabt, der hat wirklich dieses Eisen abgebaut und sich einen Dings gemacht. Einen Lava-Eimer. So, auf geht's. Wir gehen in den Melee direkt rein. Pre-Gap, 24 Herzen. Und arriba, señoritas y señores. So, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Also, nur mal ganz kurz zur Klarstellung. Ich kann es auch ohne Bowspam und ich habe es euch gezeigt. Es ist mir wichtig, dass ihr zufrieden seid mit meinen Videos. Und dieses Video kam jetzt direkt im Anschluss. Das heißt, ich lade morgen trotzdem ein Video hoch. Das wird zu 100% ein Soup, ein HG-Video sein. Bitte, seid mir nicht böse, wenn jetzt zum dritten Mal hintereinander kein Soup-Video kam. Aber mir war es jetzt einfach mal wichtig, euch eine direkte Antwort dazu zu geben. Zu den Kommentaren, die unter dem letzten Video geschrieben wurden. Wir sehen uns um 21 Uhr beim nächsten Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein. Schlaft schön, ich werde es auf jeden Fall tun und wir sehen uns. Haut rein.